Das Schlimmste ist passiert, der Server funktioniert nicht mehr. Der Apple Hardware Test könnte helfen. Lernen Sie hier, wie man ihn durchführt. Eine ausgesprochen unangenehme Sache ist es, wenn Sie denken, dass Ihre Hardware einen Defekt haben könnte. Um dies auszuschließen oder zumindest es versuchen auszuschließen, bietet Ihnen Apple folgende Möglichkeit. Als Sie Ihren Computer gekauft hatten, lagen dort zwei CDs bzw. DVDs bei. Wenn Sie die zweite CD bzw. die DVD in Ihren Computer einlegen und während des Bootens die Taste D drücken und halten, dann wird der Apple Hardware Test gestartet. Das sehen Sie bereits hier im Bild. Und Sie sehen, dass der sich Ihnen hier nun präsentiert. Nun kann ich die Deutsch auswählen als Standardsprache und kann hier auf Fortführen klicken. Und nun sind Sie in diesem Hardware-Test drin. Und nun wird ein Hardware-Test zu Ihrem Computer ausgeführt. Und Sie können danach auch noch einen intensiveren Test starten, wenn Sie dies wünschen. Ich hoffe sehr für Sie, dass Sie hier nie ein Problem haben und mit diesem Programm sich ernsthaft beschäftigen müssen. Sollte es aber doch mal ein Problem geben, ist dieses Programm auf jeden Fall ein Versuch wert, um herauszufinden, ob nicht vielleicht doch der ein oder andere Fehler vorliegt.